Lindner war beim Sommerinterview der ARD zu Gast und 2 Monate später reagieren wir jetzt darauf. Es wird um die katastrophale wirtschaftliche Lage gehen, die Christian Lindner mit seiner Finanzpolitik wirklich zu großen Teilen mit zu verantworten hat. Aber dazu gleich mehr. Berlin regnet es heute Morgen. Herzlich willkommen, Christian Lindner hier im Trockenen. Guten Morgen, Herr Deiß. Herr Lindner, Sie waren nach der Haushaltseinigung vor wenigen Tagen bei der Bundeswehr in Totendorf. Wie erklären Sie den Soldaten, dass der Verteidigungsminister und die Bundeswehr nicht die Mittel fordern, die er gefordert hat, sondern mehr als 5 Milliarden weniger? Ich habe ja das 100 Milliarden Sonderprogramm für die Bundeswehr auf den Weg gebracht. Das ist ja eine tolle Frage. Das geht ja schon wunderbar los. Also ja, Herr Lindner, Sie sparen. Wie erklären Sie denn dem Militär, dass die Aufrüstung nicht noch schneller vorangeht, als das ohnehin der Fall ist? Ich meine, Deutschland gibt jetzt schon 2% seines Bruttoinlandsproduktes für Aufrüstung aus. Die Rüstungsausgaben übersteigen mittlerweile, glaube ich, 90 Milliarden Euro. Also wir erleben die größte Aufrüstung seit dem Kalten Krieg. Und der Moderator fragt, ja, wieso geben wir denn nicht noch mehr Geld für Aufrüstung aus? Also das ist ja wirklich, also selbst für ein Sommerinterview eine bemerkenswerte Einstiegsfrage. Als Finanzminister denke ich, dass in den vergangenen 25 Jahren kaum einer meiner Vorgänger mehr getan hat für die Streitkräfte und auch für das Jahr 2005. Das stimmt. Wie gesagt, wir erleben das größte Aufrüstungsprogramm seit dem Kalten Krieg. 25 erhält Herr Pistorius all das an zusätzlichen Mitteln, was er im Gespräch mit dem Bundeskanzler und mir als fachlich notwendig nachweisen kann. Das sieht Herr Pistorius anders. Sie wissen es, kein anderer Minister hat die Einigung der Koalitionsspitzen so deutlich kritisiert wie er. Und wir hören mal kurz, was er gesagt hat. Das ist ärgerlich für mich, weil ich bestimmte Dinge dann nicht in der Geschwindigkeit anstoßen kann, wie es Zeitenwende und Bedrohungslage erforderlich machen. Das ist ein schwerer Vorwurf, Herr Lindner. Ein Haushalt auf Kosten der Sicherheit. Das ist falsch. Wir investieren stark in die Sicherheit. Deutschland erfüllt das NATO-Ziel von 2% der. Ja, das dient nicht unserer Sicherheit. Also das ist ja auch schon krasses. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Man guckt mal wieder 1,5 Minuten öffentlich-rechtlichen Rundfunk und der Moderator ist ein noch stärkerer Kriegspropagandist als der Finanzminister, der eines der größten Aufrüstungsprogramme seit vielen, vielen Jahrzehnten auf den Weg gebracht hat. Also, um mal dieses Framing von der Sicherheit zu widerlegen. Also es gibt Deutschland nicht mehr Sicherheit, dass wir Geld an die Ukraine zahlen. Es gibt Deutschland nicht mehr Sicherheit, dass wir jetzt aufrüsten, um uns auf zukünftige Stellvertreterkriege mit Russland vorzubereiten. Da geht es darum, dass sich die NATO und deren Hegemonialmacht, die USA, mit Russland um die Hegemonie in Osteuropa kloppt. Und das wird sehr, sehr viele Menschenleben fordern. Das wird Deutschlands Sicherheit nicht erhöhen, sondern ganz im Gegenteil, das erhöht die Gefahr eines Atomkrieges. Und dann wäre Deutschland eines der prädestiniertesten Ziele. Also das ist existenzgefährdend für Deutschland, was da gerade passiert. Es dient nicht unserer Sicherheit. Unserer Sicherheit würde es dienen, sich mit Russland ins Benehmen zu setzen, friedliche Beziehungen zu führen, Handel zu treiben und sich nicht in irgendwelchen Stellvertreterkriegen sehr, sehr blutige Kämpfe mit Russland zu liefern und dann noch und sich das noch Dutzende Milliarden kosten lassen oder Hunderte Milliarden, muss man ja insgesamt sogar sagen. Wirtschaftsleistung für die äußere Sicherheit. Mhm. Wann in den letzten Jahrzehnten hat es das gegeben? Wir tun mehr als Frankreich und Italien beispielsweise. Wir investieren eine Sicherheitsmilliarde in die innere Sicherheit bei unseren Sicherheitsbehörden von Bundespolizei bis Zoll. Und deshalb kann man sagen, ein klarer Schwerpunkt liegt im Bereich der Sicherheit, weil sich die Lage verändert hat. Aber klar ist auch, zu unserer Sicherheit gehört auch die finanzielle Stabilität der Bundesrepublik Deutschland. Und deshalb muss sich auch der Verteidigungshaushalt in die allgemeine ökonomische Situation einpassen. Herr Pistorius übertreibt. Herr Pistorius hat ein 100 Milliarden Euro Sonderprogramm für die Ertüchtigung der Streitkräfte. Das hatte keiner seiner Vorgänger. Damit kann man arbeiten und damit muss man auch wirtschaften. Auf der anderen Seite erhält er auch für seinen Haushalt all das, was er im Gespräch mit dem Bundeskanzler und mir
nachweisen konnte, was es an dringenden Bedarfen gibt. Und das Commitment ist, also die Zusage ist, über die nächsten Jahre wird es immer die 2% NATO-Quote geben, bis in die 30er Jahre. Und deshalb kann er auch langfristige Vorhaben jetzt schon anstoßen. Aber Fakt ist, das derzeitige Niveau an Aufrüstung ist also auf zumindest anderthalb Jahrzehnte festgeschrieben. Also da beruhigt der Finanzminister die Rüstungsindustrie und unsere transatlantischen Freunde schon mal. Also jetzt müsste der Moderator eigentlich mal kritisch nachfragen. Ja, Sie wollen ja gerade die Schuldenbremse einhalten. Ist das dann so eine gute Idee, in einen unproduktiven Sektor so viel Geld zu investieren, was man dann ja auch nicht zurückbekommt, sondern was im Falle eines Krieges ja nur für Tod und Zerstörung sorgt? Ist, er sagt, er gibt das jetzt einfach trotzdem aus, was er nicht bekommt. Mit Checks auf die Zukunft, Verpflichtungsermächtigung heißt das. Deshalb will ich für Sie einmal fragen. Moment, aber die Darstellung, die Sie gerade gewählt haben, erweckt den Eindruck, als sei das etwas völlig Ungewöhnliches. Nein, das gibt es in anderen Haushalten auch, aber die Summe ist sehr hoch. Deshalb also an Sie nochmal die Frage, was ist es denn besser und lauterer, die Schuldenbremse einzuhalten, wenn man das Geld dann künftiger Bundesregierung ausgibt? Nein, das ist ein interessanter Dreh, aber ist eine Gelegenheit, das aufzuklären. Wir sagen ja zu, und da gibt es auch eine Übereinstimmung mit der Opposition von CDU/CSU, Deutschland wird dauerhaft 2% seiner Wirtschaftsleistung für die Verteidigung, für die Bundeswehr aufwenden. Das heißt, es ist jetzt schon klar, in welcher Größenordnung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten Geld für die Streitkräfte zur Verfügung steht. Und deshalb kann man auch jetzt im Vorgriff darauf bestimmte Beschaffungsvorhaben für Ende der 20er und Ende der 30er Jahre auslösen. Es besteht keine Konkurrenz zur Schuldenbremse, sondern im Gegenteil, das bedingt sich. Wir haben ja keine Notlage, sondern der Angriff Russlands auf die Ukraine begründet eine neue, dauerhafte Realität. Das ist die neue Realität, auf die wir deshalb strukturell reagieren müssen. Wir müssen Durchhalte finden. Nein, müssen wir nicht. Wir sollten uns mit Russland ins Benehmen setzen, erstmal diesen Ukraine-Krieg lösen und anschließend eine souveräne deutsche Außenpolitik machen, die eben nicht für die USA irgendwelche Stellvertreterkriege in Osteuropa ausfechten will. Also die NATO, die zündet ja auch an allen anderen Fronten, sei es in Serbien, Moldawien, Georgien, Aserbaidschan, Armenien, also oder die Farbrevolution, die in Georgien vorbereitet wurde, beziehungsweise, ja, also die NATO, die provoziert überall und es geht darum, wenn der Ukraine-Krieg irgendwann mal zu Ende sein sollte, in künftigen Stellvertreterkriegen, die auf jeden Fall drohen, also auf die sich die NATO auf jeden Fall vorbereitet, dort dann mitmachen zu können. Also darauf bereitet sich Deutschland gerade vor, das muss uns klar sein. Hier geht es nicht um unsere Sicherheit, hier geht es darum, dass wir für die USA Kämpfe über die Herrschaft über Europa ausfechten. Und diese Herrschaft, die wird dann nicht von Deutschland ausgeübt, sondern von den USA. Wir sind Teil des amerikanischen Großraums. Fähigkeit zeigen, nicht für ein Jahr, sondern für Jahrzehnte. Und dazu trägt auch die Stabilisierung unserer Staatsfinanzen bei. Nun war die künftigen Gelder für unsere Verteidigung nur eines von vielen Haushaltsproblemen. Über einige weitere werden wir in den nächsten Minuten ganz in Ruhe sprechen. Ist das ein widerliches Framing? Also Gelder für unsere Verteidigung. Ja, Deutschland wird am Hindukusch verteidigt. Also wir kennen's. Denn trotz der Anfang Juli verkündeten Einigung sind viele Probleme eben noch nicht endgültig gelöst. Iris Seyram. Berlin, Freitag, 5. Juli. Die Haushaltseinigung kommt keinen Tag zu früh, um gerade noch im Zeitplan zu sein. Während Kanzler und Wirtschaftsminister bereits warten, kommt er, der Finanzminister, keine Minute zu früh, um das Ergebnis zu präsentieren. Das Ringen um Lösungen. Spürbar, hörbar. Wir haben zu dritt mindestens 80 Stunden, habe ich gezählt, zusammen verbracht. Wenn das Gegenüber sich weiter so halsstarrig anstellt, dann geht es einfach hier nicht weiter. Ich glaube, diesen Gedanken hatten wir alle drei zwischen uns zwischendurch mal. Die Nerven zu verlieren, hinzuschmeißen, vor der Verantwortung wegzulaufen. Dafür hätte ich als Bundeskanzler keinerlei Verständnis. Aber die Spielräume waren enger geworden, seit dem für die Koalition verheerenden Urteil aus Karlsruhe, das die übermäßige Auslegung einiger Haushaltsregeln für nichtig erklärt. Wochenlanges, monatelanges Ringen um jeden Euro. Es hat die Koalition an den Rand ihrer Existenz gebracht. Die Opposition teilweise näher als der eigene Partner. Und auch jetzt, mit diesem Entwurf, reichen die 481 Milliarden Euro nur knapp. Eine 17 Milliarden Euro Lücke bleibt. Geschlossen mit Mitteln, die am Jahresende übrig bleiben.
Und wieder gibt es Gedankenspiele, nicht abgerufene Gelder umzuwidmen, dieses Mal aus der Gaspreisbremse. Verfassungsrechtlich riskant. Da sehe ich ein weiteres ganz massives verfassungsrechtliches Risiko dieses Haushalts. Der Sachverhalt erinnert auch sehr stark an das, was wir Ende letzten Jahres diskutiert haben. Ebenso kritisch sieht der Experte die Idee. Es gäbe eine sehr einfache verfassungsrechtliche Lösung, um ganze Problem von heute auf morgen zu erledigen. Die Schuldenbremse aussetzen. Das ist mit einfacher Mehrheit im Bundestag möglich. Es gibt niemanden, der die Bundesregierung daran hindern könnte. Niemand. Das könnte die Bundesregierung morgen früh machen, aber das will sie nicht. Also die Schuldenbremse gilt natürlich für Dinge wie Aufrüstung nicht. Da gilt ein 100 Milliarden Euro Sonderprogramm. Und es gibt ja noch zig andere Sondervermögen, die davon auch ausgenommen sind. Aber die Schuldenbremse, die muss auf jeden Fall gelten, wenn die FDP irgendwelche höheren Sozialleistungen verhindern will oder, Gott bewahre, Investitionen in unsere Infrastruktur, in unsere Industrie. Also ja, dazu werden wir auch noch gleich kommen. Die Milliardenzuschüsse an die Bahn. Also es ist ein riesengroßer Betrug, der hier gerade stattfindet. Das ist es, worauf ich hinaus will. Die Schuldenbremse könnte ohne Probleme mit einfacher Mehrheit im Bundestag ausgesetzt werden. Die Schuldenbremse wird de facto auch nicht eingehalten, wenn es um Vorhaben geht, die der Bundesregierung wichtig genug sind, wie Aufrüstung. Aber die Bundesregierung tut so, als würde das Geld knapp werden, was nicht der Fall ist. Und darüber sollte öffentlich-rechtliches Fernsehen eigentlich aufklären. Aber ja, warten wir es mal ab. Vielleicht kommt das in den Bericht ja noch. Autobahn GmbH über Darlehen darzustellen. Sie wären so nicht auf die Schuldenbremse anzurechnen. Im Endeffekt ist dieses ganze Szenario reine Augenwischerei. Der SPD-Fraktionsvorsitzende sprach knapp von eine Menge Kunstgriffe. Oder Fehlgriffe? Es seien Vorschläge aus dem Kanzleramt, betont Lindner immer, die er erst rechtlich prüfen werde. Herr Lindner, deshalb an Sie die Frage, teilen Sie die Bedenken, die der Verfassungsrechtler da gerade geäußert hat? Das ist unglaublich. Teilen Sie die Bedenken. Ja, es wird sich zeigen, wenn das vom Bundesverfassungsgericht ist. Wir können es ja mal ausprobieren. Das wäre jetzt die ehrliche Antwort. Ich warte das Ergebnis. Das ist doch eine Scheindebatte. Also, welche juristischen Kniffe sind jetzt juristisch erlaubt oder nicht, das entscheidet weder der Moderator noch entscheiden das irgendwelche Experten, die hier auftreten. Das entscheidet das Bundesverfassungsgericht. Es ist auch letztlich eine politische Entscheidung, ob die Bundesregierung diese Tricks ausnutzen darf oder nicht ausnutzen darf. Die viel interessantere Frage ist doch, ob die Schuldenbremse überhaupt sinnvoll ist. Ob es überhaupt ein Ziel sein sollte, die Schuldenbremse in einer Rezession, wo gerade die Wirtschaft schrumpft, einzuhalten. Oder ob man in einer Rezession nicht eher Schulden machen sollte, um die Wirtschaft anzukurbeln. Ob man nicht eher die gesamtwirtschaftliche Nachfrage stabilisieren sollte. Der Prüfung ab. Tatsächlich ist es richtig, dass wir noch eine Aufgabe haben in einer Größenordnung von 8 bis 9 Milliarden Euro. Das Kanzleramt hat auch öffentlich Vorschläge unterbreitet, wie das gelingen kann. Für mich ist aber eines absolut klar. Verfassungsrechtliche Risiken oder ökonomisch nicht Sinnvolles werde ich als Finanzminister nicht unterstützen. Ökonomisch nicht sinnvoll ist wie ein 100 Milliarden Euro Aufrüstungsprogramm. Jetzt kann man natürlich fragen, für wen ökonomisch nicht sinnvoll? Ökonomisch nicht sinnvoll für Rheinmetall? Dann, oder für BlackRock? Also dann mag unser Finanzminister hier wahrscheinlich recht haben, aber ökonomisch nicht sinnvoll für Deutschland ist es ja eben, sich an diese Schuldenbremse zu halten, in der Situation, wo die Wirtschaft schrumpft. Es gibt nichts Gefährlicheres, als wenn die Wirtschaft schrumpft, die Nachfrage durch eine restriktive Fiskalpolitik nochmal nach unten zu treiben. Auf das Urteil ist ja hingewiesen worden. Ich reklamiere nicht die Urheberschaft für den damaligen Koalitionskompromiss, aber ich trage die politische Verantwortung und die Schuldenbremse, die Regeln, wie Haushalte aufgestellt werden, die stehen in unserer Verfassung und müssen beachtet werden. Und deshalb habe ich eine. Ja, da steht, die kann beliebig lange vom Bundestag mit einfacher Mehrheit ausgesetzt werden. Das steht in unserer Verfassung. Unabhängige Prüfung angestoßen und deren Ergebnis wird sorgfältig ausgewertet werden. Daraus werden wir auch Konsequenzen. Jeder gute Journalist würde Lindner diese Phrasen, die er hier absondert, wirklich um die Ohren hauen. Also jeder gute Journalist, natürlich nicht der Typ vom ARD hier. Ziehen müssen. Sie sagen, Sie warten das Ergebnis ab, das heißt, es ist noch nicht da. Aber was ist denn, wenn es negativ ausfällt? Haben Sie einen Plan B? Wir werden dann im Haushaltsaufstellungsprozess bis Ende November Alternativen besprechen müssen.
keine Alternative ist, die Notlage im Rahmen der Schuldenbremse zu erklären. Gerade eben in unserem Gespräch über die Sicherheitspolitik hatte ich ja schon gesagt, wir haben es mit neuen Realitäten zu tun. Das ist keine Ausnahme, sondern es ist die neue Regel, dass wir mit Krisen zu tun haben und dass wir eine Bedrohungslage mit Blick auf die Politik von Putin auch für unser Land realisieren müssen. Wir werden dann das tun müssen, was in den nächsten Jahren sowieso ansteht, Herr Deiß. Wir haben nicht zu wenig Geld, sondern wir haben zu hohe Ausgaben. Ich rede nicht von Investitionen, ich rede nicht von der Sicherheit, ich rede nicht von der Infrastruktur, aber wir haben stark steigende Sozialausgaben. Das hängt auch mit der irregulären Einwanderung nach Deutschland seit 2015 zusammen. Eine große Aufgabe wird deshalb sein, unseren Sozialstaat neu aufzustellen, kurz gesagt treffsicher, mehr Empathie für Bedürftige, aber mehr Konsequenz bei Trittbrettfahrern. Wir bleiben noch mal kurz bei diesem Haushaltsentwurf und den Problemen. Darlehen an die Bahn, auch das kam im Beitrag gerade zur Sprache. Das könnte die Kreditwürdigkeit der Bahn weiter verschlechtern. Die hat bereits viele Schulden. Einige sagen auch die Schienenpreise für Mitbewerber. Ja, und das ist wirklich blanker Irrsinn. Das ist ein Staatsunternehmen, was zu 100%, also für dessen Schulden zu 100% der deutsche Staat haftet, dass das eine vom deutschen Staat getrennte Kreditwürdigkeit hat, das ist, also das ist eine Konstruktion, auf die muss man erstmal kommen. Das ist ja eine Folge der Bahnreform aus den 1990er Jahren. Also die Bahn sollte wieder zu einer ganz normalen, sollte wieder zu einer alten Bundesbahn umgewandelt werden. Und wenn es da notwendiges Geld für Investitionen braucht, dann sollte der Bund das bereitstellen und dann sollten die Schulden Schulden des Bundes sein und nicht Schulden der Bahn. Das zu trennen, das ergibt überhaupt keinen Sinn. War verschlechtern. Wie sind Ihre Gedanken da? Denn viele merken ja jetzt schon, wie schlecht es der Bahn geht. Ich habe eben nicht zufällig gesagt, dass diese Vorschläge verfassungsrechtlich geprüft werden müssen, aber auch hinsichtlich darauf, ob sie wirtschaftlich sinnvoll sind. Und genau mit Blick auf die Bahn habe ich diesen zweiten Aspekt gemeint. Ja, da kann der Moderator doch mal nachfragen. Was heißt denn wirtschaftlich sinnvoll? Ist das Aufrüstungsprogramm, also dass wir jedes Jahr Dutzende Milliarden Euro mehr für Aufrüstung ausgeben, ist das denn wirtschaftlich sinnvoll? Die Hilfen für die Ukraine und Israel, ist das denn wirtschaftlich sinnvoll, dass wir diese Kriege da immer weiter munitionieren? Denn in der Tat, wir wollen die Bahn eher entschulden, wir wollen ihre Kreditfähigkeit verbessern und deshalb muss sehr genau geprüft werden, ob ein solches Modell, einen staatlichen Zuschuss zu ersetzen durch ein Darlehen, für das ja Zinsen gezahlt werden müssen, zu ersetzen, ob das langfristig tragfähig ist. Ich will mich jetzt, ich bitte um Verständnis, noch nicht öffentlich positionieren, bevor ich nicht das Ergebnis der Prüfungen kenne und bevor das nicht im Kabinett geteilt ist. Wenn wir noch mal darauf schauen, wie... Jetzt frag doch mal kritisch nach. Also Lindner hat da wirklich unglaublich viele allgemeine Phrasen in den Raum geworfen, wo du mal nachfragen konntest, was er damit genau meint. Also ist das... Also ich hinterfrage das mittlerweile gar nicht mehr. Also was braucht man für eine Qualifikation, um öffentlich-rechtlichen Journalist zu werden? Also man muss von einem Zettel ablesen können und man darf auf keinen Fall kritische Fragen stellen. Sonst könnten die Politiker ja noch in Bedrängnis geraten. Zustande gekommen ist, dann gibt es jemand aus den Regierungsfraktionen, der sie sehr deutlich kritisiert und das ist der SPD-Fraktionsvorsitzende. Er sagt, ich fand es sehr ungewöhnlich, dass der Haushalt 2 Monate lang unter der Beteiligung des Bundeskanzlers gestaltet wurde. Eigentlich war das immer Aufgabe des Fachministers. Und ich habe den Kanzler auf der Sommerpressekonferenz in dieser Woche gefragt, ob er das auch so sieht und das war seine Antwort. Die Zeiten sind auch ungewöhnlich und wir müssen die Dinge hinbekommen. Und vielleicht darf ich das sagen, wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch. Wie bewerten Sie das, dass ein Fraktionsvorsitzender einer Regierungsfraktion und auch der Kanzler sich öffentlich darüber auslassen, dass der Finanzminister Führung braucht und sonst einen Haushalt nicht hinbekommen hätte? Das sehe ich sehr gelassen, denn der Hintergrund ist ja klar. Die Vorstellungen bei SPD. Schon wieder diese Berliner, diese Debatten, die nur die Berliner Blase interessieren. Also der Kanzler sagt, dass der Finanzminister Führung bräuchte und da wird jetzt, warum fragt er dazu überhaupt was? So könnte er Lindner nicht kritische Fragen zur Politik der Bundesregierung stellen und nicht, ob der Kanzler hier mal
irgendwas gesagt hat, was nicht so positiv, was keine positive Bewertung der Politik von Lindner war. SPD, Grünen und FDP gehen massiv auseinander. SPD und Grüne würden sofort die Steuern in Deutschland erhöhen. Aber sofort. Da zögern die keine Sekunde. Da muss ja schon gekämpft. Die FDP hatte vor der letzten Wahl versprochen, die Steuern für die Mitte deutlich, für die unteren Einkommen und die Mitte deutlich zu senken. SPD und Grüne hatten das auch versprochen. Was ist nach der Wahl passiert? Richtig, es hat keine großartigen Steuersenkungen für untere und niedrige Einkommen gegeben. Ganz im Gegenteil. Konsumsteuern, die vor allem niedrige Einkommen besonders belasten, wurden erhöht. Beispielsweise die Mehrwertsteuer in der Gastronomie. Da hatte Olaf Scholz vor der Wahl versprochen, ja, diese Mehrwertsteuer, die wird dauerhaft gesenkt bleiben. Und was ist passiert? Die Mehrwertsteuer in der Gastronomie wurde wieder erhöht. Oder die Steuern auf Gas und Fernwärme. Konsumsteuern wurden auch erhöht. Oder die CO2-Steuer, auch eine Konsumsteuer, wurde erhöht. Also die Regierung erhöht Konsumsteuern, wo sie nur kann. Sie verarmt die Bevölkerung damit noch zusätzlich. Und jetzt hat Lindner ernsthaft die Frechheit zu behaupten, dass SPD und Grüne, wenn sie denn alleine regieren würden, die Steuern erhöhen würden. Also das hat die Bundesregierung doch schon gemacht, die Steuern für die einfachen Leute erhöht. Entgegen den Versprechungen der FDP, die massive Steuersenkung versprochen hatte. Werden, dass der Inflationsausgleich bei der Lohn- und Einkommenssteuer, dass der bei den Bürgerinnen und Bürgern erfolgt, also dass die kalte Progression verhindert wird. Die Debatte haben Sie ja verfolgt, da haben Sie darüber berichtet, wie sehr man kämpfen muss, dass der Staat sich nicht noch bereichert an den Gehaltserhöhungen, die nur die Inflation ausgleichen. Und der SPD-Fraktionsvorsitzende, den Sie zitiert haben, der hat ja noch nach der Einigung von Herrn Scholz, Herrn Habeck und mir diese Einigung in Frage gestellt. Das heißt, Herr Mützenich hat sich ja von Herrn Scholz gerade nicht führen lassen, weil er öffentlich gesagt hatte, der Notlagenbeschluss, also die Ausnahme von der Schuldenbremse, also eine verfassungsrechtlich wieder hochriskante Operation. Bullshit, das ist nicht hochriskant. Das kann man ohne Probleme machen. Der Bundestag kann das mit einfacher Mehrheit beschließen. Das ist nicht hochriskant. Also ich weiß auch nicht, wie Lindner darauf kommt. Die hält er weiter für möglich. Und das zeigt, hier musste wirklich gerungen werden. Und ich bin am Ende erleichtert, dass ein Ergebnis jetzt gefunden wurde, das die Bürgerinnen und Bürger in den nächsten beiden Jahren nicht belastet, sondern 23 Milliarden Euro Steuerentlastung bei Lohn- und Einkommenssteuer kommen und dass die Schuldenbremse steht. Aber Sie haben auch gehört, dass nicht nur Herr Mützenich gesagt hat, da muss man noch mal schauen. Auch die Grünen haben die Woche gesagt, wir wollen nachverhandeln. Pistorius sagt auch, er hofft, er kriegt im parlamentarischen Verfahren am Ende doch noch mehr. Ist das das normale Prozedere oder macht Sie das misstrauisch und auch sorgenvoll? Das macht mich nicht misstrauisch, aber das ist ein Zeichen dieser Koalition und wie groß die natürlichen Gemeinsamkeiten sind. Diese Koalition muss sich jede Einigung hart erarbeiten und leider entstehen dabei viele öffentliche Geräusche. Ich meine, das deutlichste Beispiel haben Sie jetzt gezeigt. Herr Scholz, Herr Habeck und ich sprechen intensiv, die Bundesregierung beschließt und die Koalitionsfraktionen von SPD und Grünen stellen das sofort grundsätzlich in Frage. Grundsätzlich. Übrigens hat Herr Mützenich ja auch Herrn Pistorius öffentlich in die Schranken gewiesen. Er will ja gerade Herrn Pistorius nicht mehr Geld gewähren, wenn ich das richtig interpretiere. Das ist eine Koalition, die sehr große inhaltliche Unterschiede hat. Und vielleicht verhandeln wir auch gesellschaftliche Konfliktlinien stellvertretend für unser Land miteinander. Und Sie haben einiges am Ende auch nicht hinbekommen. Sie haben ein paar Sachen auch verschoben. 2028 braucht man deshalb, weil eben mehr Einsparungen vielleicht am Ende jetzt nicht konsensfähig waren. 30 Milliarden mehr im Jahr für den Verteidigungshaushalt, um das 2%-Ziel zu erreichen. Da sagen Sie, das ist so viel Geld, da braucht man nach der Bundestagswahl eine Grundsatzentscheidung, ja, wie man diese Lücke füllen will. Ich frage jetzt mal nicht den Finanzminister, sondern den FDP-Vorsitzenden. Wie soll das Ihrer Meinung nach dann aussehen? Ja, Sie haben jetzt gerade gesagt, da haben Sie was nicht hinbekommen. Das ist eine Aufgabe für eine nächste Bundesregierung. Und da muss Deutschland im nächsten Jahr bei der Bundestagswahl die Richtung entscheiden. Grob gesagt gibt es zwei Optionen. Die erste Option ist höhere Steuern und mehr Schulden. Letztlich ein Weg, wie er gerade auch in Frankreich diskutiert wird. Und wir sehen die Sorgen, die damit verbunden sind. Höhere Steuern oder mehr Schulden. Also man muss ja nicht beides machen.
für um diese Aufrüstung zu finanzieren. Und das macht man ja gerade, mehr Schulden. Das ist die Art und Weise, wie man gerade die Aufrüstung finanziert. Und Lindner wird jetzt natürlich sagen, höhere Steuern, vor allem für die armen Superreichen, das können wir denen ja nicht zumuten. Also der durchschnittliche Milliardär hat einen Steuersatz von etwas unter 10%. Das ist viel, viel zu hoch. Sonst hauen die ganzen Milliardäre ab. Also diese ganzen neoliberalen Mythen. Nein, 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 wir sollten lieber bei den Rentnern oder bei den Bürgergeldempfängern kürzen. Also da können wir noch ordentlich Geld wegnehmen. Also die Renten in Deutschland, die sind ja auch viel zu hoch. Sind, wenn man auf Frankreich und seine wirtschaftliche Stabilität jetzt nach der letzten Wahl schaut. Oder der andere Weg ist ambitioniertere Strukturreform. Warum hat Frankreich so ein Problem mit der Staatsverschuldung und Deutschland nicht? Ganz einfach. In Frankreich sind die Löhne die letzten 25 Jahre stärker gestiegen als in Deutschland. Das heißt, die Wettbewerbsfähigkeit der französischen Wirtschaft gegenüber der deutschen ist zurückgegangen. Deutsche Exportfirmen haben französischen Firmen Marktanteile geklaut und dadurch hat sich Frankreichs Position immer weiter verschlechtert. Frankreich hat Leistungsbilanzdefizite gemacht, Deutschland hat Leistungsbilanzüberschüsse gemacht. Also jetzt, das ist eine relativ einfache Erklärung. Jetzt die Frage, wer hat sich falsch verhalten, Deutschland oder Frankreich? Nun, in der Europäischen Währungsunion gilt ein Inflationsziel von 2%. Das heißt, die Lohnstückkosten sollten jedes Jahr um ungefähr 2% steigen. Wer hat sich da 10 Jahre nicht dran gehalten? Deutschland. Also in Frankreich sind die Lohnstückkosten übrigens auch schwächer als 2% gestiegen, aber in Deutschland sind sie noch schwächer gestiegen. Das heißt, wenn wer gegen die Regeln verstoßen hat, dann war das eindeutig Deutschland und nicht Frankreich. Also das vielleicht mal zur Situation in Frankreich. Aber darüber, das könnte jetzt ein kritischer Journalist, der hier Lindner gegenüber säße, anmerken und mal nachfragen. Sagen Sie mal, Herr Lindner, das französische Schuldenproblem, hat das nichts mit dem deutschen Lohndumping zu tun? Also mit der Politik der Agenda 2010? Gibt es da nicht einen Zusammenhang? Also das könnte ein Journalist fragen, wenn er seinen Job ernst nehmen würde. Und eine wachstumsfreundliche Politik. Ich hatte schon angedeutet, wir werden über unseren Sozialstaat sprechen müssen. Wer bedürftig ist, wer Hilfe braucht, wer unsere Solidarität verdient, braucht auch die Sicherheit, dass sie oder er sie erhält. Auf der anderen Seite, wer nicht arbeitet, wer vorsätzlich Angebote ausschlägt oder wer sich irregulär, illegal in Deutschland aufhält, eigentlich das Land verlassen muss, diese Menschen können nicht von unserem Sozialstaat profitieren. Und damit wir die Größenordnung verstehen, da geht es um zweistellige Milliarden-Euro-Beträge. Wir haben da schon einiges getan, beim Bürgergeld, beim Asylbewerberleistungsgesetz. Aber ich gehöre zu denen, die sagen, wir werden hier weitere Strukturreformen brauchen. Ja, können wir es dann mal konkret machen? Ja, also was Asyl angeht, da kann man ja einfach die Zuwanderungszahlen reduzieren. Also dann hätte man da großen Anteil dieser Ausgaben nicht. Also wenn man jetzt mal Lindners Framing bleiben wollte. Aber auch abgesehen davon, schön, dass Lindner hier diese Aufrüstung als so alternativlos darstellt, dass sich jetzt für ihn nur noch die Frage der Finanzierung stellt. Also dass das Geld für Aufrüstung ausgegeben werden muss, das steht schon gar nicht mehr zur Debatte. Wachstumsfreundlicher Politik uns Mittel bereitstellen. Würde ich es gerne mal konkret machen, weil beim Bürgergeld ist es ja so, dass die Ampel die Sanktionen noch. Also jetzt lässt dieser Moderator sich über die Scheindebatte, also jetzt ich auf die Scheindebatte beim Bürgergeld ein. Das ist unfassbar. Also was ist das für ein schlechter Journalismus? Dafür zahlen wir knapp 20 Euro jeden Monat an Gebührengeldern. Ehrlich, dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk kann weg. Also der kann wirklich weg. Er kennt meine Position dazu. Ich bin dafür, grundsätzlich dafür, dass man einen neuen reformierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk aufstellt, der neutral Bericht erstattet, wo die Rundfunkräte nicht mehr aus Politikern bestehen, sondern der zufällig gelost wird, also wo zufällig geloste Bürger beitreten. Aber ja, dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk, den wir gerade haben, der macht nichts als Regierungspropaganda. Also das ist so ein grottenschlechter Journalismus. Das ist unfassbar. Es ist unfassbar. Die deutschen Öffentlich-Rechtlichen gehören zu den reichsten gebührenfinanzierten Anstalten der Welt. Und was liefern die uns dafür?